Wacher. Schneller. Näher dran. Die Nachrichten der Oderwelle. FF24.News. Frankfurt aktuell. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD hat am Donnerstagvormittag anlässlich seines Besuchs an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder die aktuellen Umfragewerte und das Verhalten der AfD kritisiert. Die Menschen müssen begreifen, dass diese Partei nicht nur nichts für Brandenburg tut, sondern diesem Land auch massiv schadet. Gegenüber dem Frankfurter Stadtradio 91.7 Oderwelle kritisierte der Ministerpräsident auch die Klage der AfD gegen das Brandenburg-Paket. Man will also verhindern, dass die 2 Milliarden, die wir an Hilfen beschlossen haben in der Regierung, fließen. Dann heißt das unter anderem auch, dass den Krankenhäusern Geld weggenommen werden soll. Die Krankenhäuser sind in diesem Hilfspaket mit 180 Millionen. Alle Brandenburger Krankenhäuser beteiligt. In 2 Jahren soll diese Summe fließen. Dieses Jahr 90 Millionen, nächstes Jahr 90 Millionen. Das heißt für die Existenz der Krankenhäuser, dass da große Fragezeichen dahinter stehen. Das muss man den Menschen sagen. Punkt 2, Ehrenamt, 80 Millionen davon gehen ins Ehrenamt, gehen in den Brandenburger Sport, gehen in die Vereine. Das werden wir und müssen wir den Menschen immer deutlicher sagen. Weiter sagte Woidke, dass ihm die aktuelle Stimmung große Sorgen mache. Alles, was wir hier in diesem Land erreicht haben, ist auf der Basis gewachsen von Demokratie und Freiheit. Man müsse sich stärker inhaltlich mit der Partei befassen. Er freue sich auf eine intensive Auseinandersetzung mit der AfD. Das, was diese Partei tut, ist alles andere, als den Menschen in diesem Land zu helfen. Bei dem Besuch des Ministerpräsidenten an der Europa-Universität Viadrina handelte es sich um die erste offizielle Zusammenkunft bei Viadrina-Präsident Professor Dr. Eduard Mühle und Kanzler Robert Nissen. Wacher, schneller, näher dran. Die Nachrichten der Oderwelle. FF24.News. Frankfurt aktuell.